Ach, schön. Schön. Gefällt mir. Zumindest das nehmen wir mal mit. Ach so, ich dachte gerade, der regt sich auf. Zumindest das Waffenbündel nehmen wir mal mit. Den Rest lassen wir erstmal liegen. Was? Ach so, ja, ja. Lass mich doch mal in Ruhe, ich will doch gar nichts von dir. So, haben wir denn jetzt noch irgendwas, was wir überhaupt hier machen müssten? Ich glaube nicht so richtig, ne? Wo kriege ich denn meinen Ruf her hier in der Stadt? Das ist gerade irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, hier ist auch nichts. Ich habe keine Ahnung, ehrlich nicht, Leute. Jeder ist seines Glückes Schmied. So, komm, vielleicht mal oben. Schauen wir da mal nach. Irgendwo muss ja noch dieser Ork sein, der hier die Waffe vom Schmied mitgenommen hat. Die Musik gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay. Das hat es total gebracht jetzt. Gut, dann gehen wir halt mal wieder runter und schauen mal draußen nach. Womit denn? Ach, schade. Ich hätte gern mal ein bisschen getrommelt. Wäre mal was anderes gewesen. Ach, da ist ja noch jemand. Genau, den haben wir ja noch gar nicht wieder getroffen. Leute, die Gothic 1 oder 2 gespielt haben, die kennen diesen Mann, der hier links steht, der hier eine Position eingenommen hat, die eigentlich einem Ork gehören würde. Es ist Torus! Du schon wieder? Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass du mir über den Weg läufst, was? Kennen wir uns? Jetzt tu doch nicht so, als könntest du dich nicht an mich erinnern. Ich war Gardist im Minental auf der Insel Korinth. Noch lange bevor die Orks den Krieg gewonnen haben. Das letzte Mal haben wir uns in der versunkenen Stadt Jakenda getroffen. Ich erinnere mich. Der Name ist Torus. Dich hätte ich hier am wenigsten erwartet. Wie willst du es haben? Willst du versklavt werden? Oder soll ich dich gleich hier töten? Es gibt gleich aufs Maul, Junge. Ich sehe, du machst hier wieder die Torwache. Spar dir deinen Spott, du Mistkerl! Ich bin garantiert der einzige Mensch in Myrtana, der es geschafft hat, dass Orks seinen Befehlen gehorchen. Wenn du diesmal wieder vorhast, mir alles kaputt zu machen, dann bringe ich dich um, ist das klar? Ja, ja, Pippi. Du bist Befehlshaber der Orks? So ist es. Ich kümmere mich um die äußeren Gebiete von Trelis. Die Bauernhöfe im Umland müssen kontrolliert und die Ausgrabungen im östlichen Tempel müssen bewacht werden. Der Job ist schon hart genug. Jetzt, wo du da bist, muss ich wohl ganz besonders aufpassen. Na, da hast du ja eine super Aufgabe gekriegt. Auf ein paar Bauernhöfe und einen alten Tempel aufpassen. Große Klasse. Entspann dich. Alles wird gut. Ach, komm mir nicht mehr mit diesem blöden Spruch, verstanden? Du hättest nicht so ein großes Maul, wenn du den hinterlistigen Gesellen des Waldes begegnen würdest. Ich sag dir, wenn die dich zu fassen kriegen, dann machen sie glatt Kleinholz aus dir. Nicht aus mir, nur aus dir. Kann ich dir helfen? Mir wäre lieber, du verschwindest einfach wieder. Aber da du mir diesen Gefallen sicher nicht tun wirst, kannst du genauso gut für mich arbeiten. Die Orks lassen sich von dir, einem Menschen, kommandieren? Das beeindruckt dich, was? Die Orks haben die Insel Korinnes eingenommen und uns Menschen auf ihren Galeeren ans Festland gebracht. Wir hatten die Wahl zwischen der Sklaverei oder einem Leben als Kämpfer für die Orks. Ich habe jeden Arena-Kampf in Myrtana gewonnen und mir die Regeln der Orks zu eigen gemacht. Wenn du einmal gelernt hast, wie ein Ork zu denken, kommt der Rest von ganz allein. Erzähl mir mehr über die Stadt Trelis. Trelis ist eine strategisch wichtige Burg der Orks. Wir sind hier nahe der Wüste Varant. Viele Assassinen kommen hier vorbei, wenn sie das Mittelland bereisen. Nirgends wirst du erfahrenere Krieger und wohlhabendere Assassinen in Mittelland finden als hier. Also genau dein Ding. Richtig. Von welchen hinterlistigen Gesellen sprichst du? In den Höhlen draußen im Wald leben einige Oger. Bis vor einiger Zeit waren sie recht friedlich. Doch jetzt greifen sie alles an, was sich durch ihren Wald bewegt. An deiner Stelle würde ich nicht da rausgehen. Ja, Oger sind nicht so schön, um mit denen zu spielen, aber werden wir bestimmt noch antreffen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Was gibt es auf den Höfen zu tun? Der Bauernhof im Westen hat schon ewig nichts mehr von sich hören lassen. Ich habe einen Spähtrupp losgeschickt, der nachsehen soll, was dort nicht stimmt. Aber auch von ihnen habe ich schon seit Tagen nichts mehr gehört. Sieh mal nach, was da los ist. Jo, geht klar, Boss.
Wie laufen die Ausgrabungen am Osttempel? Der Aufseher Tempek fordert ständig neue Männer an. Trotzdem bleiben die Lieferungen aus. Damit ist jetzt Schluss. Geh zum Tempel und sag Tempek, dass er endlich liefern soll. Verzeihung, das tut mir jetzt gerade sehr leid. Ich bin aus Versehen ans Kabel gekommen. Falls das Geknirsche dann auch in der Aufnahme drin ist. Ja, dann wissen wir jetzt auch, wo Tempek zu finden ist. Ich hatte das vorhin gar nicht mitgekriegt, dass der beim Tempel ist. Ich hätte jetzt hier noch wild nach dem gesucht. Tempek ist ja derjenige, der die Waffe vom Schmied mitgenommen hat. Ahahaha, speichern. Ein knuffiger kleiner Gesell. Ja, probieren wir es mal. Mal schauen, wie weit wir kommen. Komm schon. Du kannst nicht mehr zurück. Schön. Ja, das war ja... Der hackt einmal zu und ich liege am Boden. Aber so hast du keine Chance, Junge. Besiegt. Ja, der Ogre Morgenstern sah für mich ehrlich gesagt mehr nach einem steinernen Hammer aus, aber wenn die das als Morgenstern sehen, dann ist das auch einer. Ja, ja. Oh, das wird jetzt kritisch mit den Lebenspunkten, sehe ich gerade. Oh, Glück gehabt. Gut, dann schaffen wir das. Yes! Okay, jetzt aber erstmal ganz dringend Fleisch essen. Das ist erstmal hier hochwichtig. Denn so gut stand es jetzt um unser Leben nicht mehr. Okay, und weiter geht's. Gibt's da noch mehr von den Jungs? An sich sind sie ja kein Problem, wenn man sie einmal irgendwie in den Griff gekriegt hat. Man muss nur erstmal rankommen, in den Close Combat gehen. So, gucken wir mal ums Eck. Ja, da ist noch jemand. Speichern. Da müssen wir noch jemand mal Hallo sagen. Ha, mehrere. Wie schön. Ja, da soll erstmal nur der eine kommen. Das ist schon recht so. Hier, komm her, Minja. Komm her. Komm zu deinen beiden toten Brüdern. Ja. Komm, lauf. Komm auf mich zu. Ja, sehr gut. Was? Oh. Bleib mal ganz ruhig hier, mein Freund. Willst mich über verarschen oder was? Ich glaub's hackt. Hat er mich fast tot gemacht? Gibt's doch gar nicht. Ja, müssen wir erstmal ein bisschen rumfressen hier. Könnte ein bisschen dauern. So, naja gut, das Fleisch. Mit Fleisch geht es ja eigentlich schnell. Das füllt ja gleich 20% des Lebens auf. So, nochmal speichern. Also ich gebe zu, wenn die jetzt nach hinten ausweichen können mit der neuen KI, dann sind sie wirklich nicht so einfach. Schon einer alleine nicht. Aber das geht schon. Es geht irgendwie. Bist du da? Nein, nicht doch. Ich will nicht gegen zwei auf einmal kämpfen. Tja, das ist jetzt blöde. Ja, komm du mal. Ja, komm her. Nein, geh weg. Ach, Drecksack. Tja. Da zappelt er ab. Ist das bequem, so ein Kopfstand hier? Müssen wir gleich nochmal probieren, würde ich sagen. Aber diesmal am besten so, dass nur einer kommt. Also zwei Ogre auf einmal ist dann doch ein bisschen heftig. Wir könnten sie natürlich auch einfach raus zu Taurus locken, aber das ist vielleicht auch ein bisschen blöd. Eigentlich will ich die schon selbst erlegen. Das geht an meine Ehre ran. Das muss ich einfach alleine hinkriegen. So, Ladebildschirm weg bitte. So, dann muss ich auch wirklich mal Schluss machen hier. Einfach weil es so verdammt heiß ist, dass mein Laptop hier auch schon am Glühen ist. Man merkt es ja auch immer zwischendurch, wenn dann mal diese wunderschönen Monster-Ruckler kommen und sowas. Nein, jetzt kommen die wieder zusammen, diese blöden Pfeffertrolle. So, mal das Böglein auspacken. Ja, jetzt kommen sie nicht mehr, oder was?
Das ist ja super. Doch, komm noch, komm noch. Aber nur einer? Ach nein. Ich gehe dann mal. War schön bei euch. Kommen die einzeln? Ja! Na super. Ich hänge an dem blöden Stein fest. Was ist denn das für ein Mist hier? Ja, genau. Ach, komm, leck mich doch. Was? Das ist doch nicht euer Ernst. Weil der Typ sich zu dumm anstellt hier mal wieder. Erst hält er sich ja den blöden Stein auf und dann geht er nicht nach vorn, wenn er soll. Ach, ist doch schrecklich hier. Da kommt schon mal bloß einer von den blöden Idioten. Aber nein! Der Herr namenlose Held muss es natürlich trotzdem verkacken. Idiot. Schneller! So, machen wir das mal auf die Spaßige. Zack! Angeschossen! Zack! Angeschossen! Zack! Angeschossen! Zack, angeschossen in den Kopf. Jawohl. Lauf, lauf, lauf. Hüpf. Du hast da was im Kopf stecken. Aber den habe ich wirklich gut getroffen in der Stirn da. Oh. Haha. Ja. Komm schon, du miese Peter. So. Ach ne, jetzt kommt der andere auch noch raus. Ich werd bescheuert, ey. Ja komm, dann gehen wir doch hier rüber. Man muss ja nicht alles alleine machen. Taurus! Euer Ding. Ah, lässt du mich mal in Ruhe? Ja, hab ich. So. Was schnabulieren? So, während die beiden da hinten, die können ja mal ein kleines Tänzchen wagen mit dem. Ja. So. Schon ein bisschen vorgearbeitet für mich. Oh ja, der ist ja schon... Oh, wirst du wohl. Pass doch mal auf, wenn du hier um dich fegst. Ein Mistvieh weniger. Nein, jetzt habt ihr meinen Typen... Ihr habt meinen Ogre getötet, ihr verdammten Schweine. Na toll. Nur weil der Arsch immer nach hinten mit hier weitergefegt hat. Warum kann er nicht nur nach vorne angreifen? Wäre doch viel angenehmer. Aber nein. Also Ogre sind nicht schön zu bekämpfen. Darf ich mal festhalten an der Stelle. Sind nicht meine Lieblingsgegner. So, aber den Sack hier hinten rauben wir auch noch mit aus. Wenn wir die Typen hier schon mühselig platt machen, dann will ich die auch ausnehmen. Gut. Und jetzt nach Westen war die Richtung, ne? Wir können aber erstmal unten in der Höhle gucken gehen, ob es vielleicht irgendwas für uns gibt. So, hüpf. Schauen wir mal. Ja, ein Kistel, super. Zwei Kisteln, super. Ganz toll. Da freuen wir uns aber. Wenigstens macht er die jetzt gleich beim ersten Mal auf. Ein Knochenbogen, der uns nichts bringt. Hat auch keinen besonderen Geschossschaden, so wie ich das sehe. Ja, pff, sinnlos. Aber gut, was soll's. Zu schwer. Na toll. Ich glaube, es ist ja sowieso so, dass die Kisten alle nur so Zufallsware sind. Also was da drin ist, ist glaube ich immer Zufall. Von daher kann da sowieso nichts Spannendes erwarten, was in den Kisten drin ist. Das ist in den anderen Teilen schöner gewesen, da war das alles von Hand rein platziert. Das hat mir besser gefallen, ehrlich gesagt. Weil man so eigentlich ziemlich sicher sein kann, wenn man so eine Truhe aufmacht, dass da nichts Besonderes drin ist.
Da kann ich mir das auch sparen. Da brauche ich die Kisten nicht jedes Mal aufmachen. Ich meine, Geld habe ich genug.